Ja, liebe Leute, wir haben auch eine ganze Menge an Problemen hier und die nächste Nacht kommt auch noch. Wir brauchen auf jeden Fall eine Taktik, wie wir das hier hinbekommen. Und die Idee, diese Tore offen zu lassen, damit die Zombies, die aufgetaut sind, rausgehen können, war schon mal ganz gut. Wir machen das am nächsten Tag aber anders. Wir ziehen diese Schneeballwerfer weg, damit die sich nicht um die Zombies hier draußen kümmern. Und dann lassen wir das alles abhauen und dann gehen die wenigstens raus, ne? Jetzt kommt die Nacht, wir machen erstmal wieder zu, denn neue Zombies will ich hier gar nicht drin haben. Das ist mal Maßnahme Nummer 1. Und dann müssen wir mal gucken, weil hier doch einige wütend sind, dass wir das noch ein bisschen in den Griff bekommen. Aber so viele sind das jetzt erstmal nicht, ne? Also, ich würde jetzt sagen, um Eisbeutel zu sparen, deaktivieren wir die jetzt erstmal hier. So. Und jetzt geht's los. Jetzt machen die hier Ärger. Also pass auf, das machen wir doch anders. Wir ziehen das mal um. So ein bisschen hier in die Ecke. Am Tor ist es jetzt erstmal nicht so wichtig. Und dann kümmern wir uns um alles, was hier irgendwie vor Ort Ärger macht, ne? So, und das macht viel Ärger, wie das gerade ausschaut. Also insofern müssen wir die auch aktivieren, wenn sie umgebaut sind. Und den hier ziehen wir auch mal vom Tor weg. Auch irgendwo hier hinten hin, da wo die Action stattfindet. Und dann müssen wir gucken, was wir davon aktivieren. Wir fehlen jetzt die Eisbeutel, das ist natürlich klar. Was machen die Pressen? Die arbeiten. Also, ich verliere gerade ganz viele Mitarbeiter. Die müssen wir uns auch alle wiederholen. So viele sind das gar nicht. Aber hier sind doch so viele Meldungen gewesen, oder? Egal, dann warten wir ab hier. Ne? Die sind noch nicht alle angekommen. Müssen wir kurz warten. Alles klar. Dann, das Ding lassen wir mal aus. Da brauchen wir jetzt auch niemanden dran, der arbeitet. Denn der Bereich ist hier vorne. So, die Mitarbeiter können wir anders einsetzen. Jetzt ist die Frage, ob wir hier nicht auch neue Verteidigungsanlagen haben. Schauen wir mal beim Bauen. Ja, hier. Tor, Zaun, Wand und Tür. Dann machen wir das mal eine Stufe höher. Zumindest mal die Tore. Hier drin ist richtig was los. Ja, die müssen wir auch anschalten. Das macht keinen Sinn. So, wir brauchen sie. Die sind nämlich jetzt hinüber. Das ist jetzt auch noch richtig blöd. Müssen wir mal, naja, brauchen wir nicht priorisieren. Wird schon gemacht, denke ich mal. Oh, das geht jetzt richtig ab. Können wir hier noch jemanden einsetzen? Müssen wir mal schauen. Soll arbeiten, wenn Personal da ist. Aber jetzt geht es ja richtig ab hier. Hier ist auch kein Personal mehr da. Also, dann gehen wir doch mal ins Labor und holen die ersten 7 Hansel. So, und jetzt ist die Frage, ob wir hier auch anfangen, die Türen mal abzugraden. Ja, machen wir. Sicher ist sicher. So. Oh, jetzt wird alles auseinandergebastelt hier. Das Lager wird auch angegriffen. Hier haben wir schon Personalprobleme. Wir müssen jetzt mal gucken, dass hier wirklich diese Kammern richtig laufen. Das wäre das Allerwichtigste. Eine Person reicht. Hier sind 2, das ist noch okay. Hier ist auch einer. Stufe 2 Jumbis bauen wir jetzt erstmal nicht, weil ich die 1er gerne zum Arbeiten hätte. Alles kaputt. Na gut, es wird immer mal wieder instand gesetzt. Uiuiui. Hier fehlt überall Personal. Düngemittelmischer laufen ist auch okay. Waffenschrank. Kommt, wisst ihr was? Wir fangen an, die Dinger auch abzugraden, aber da müssen wir erstmal gucken. Müsste es auch eine nächste Stufe geben. Waffenschrank 3, jawohl. Beruhigungsstation 3, die nehmen wir auch mal mit. Also Waffenschränke upgraden. Wichtiges Thema, würde ich sagen. Hier, da. Hier ist keiner. Das ist noch einer.
Und sonst haben wir keine, oder? Erstmal nicht. Oh. Oh, oh, oh. Hier haben wir keine Menschen mehr. So, der Heli ist noch unterwegs. Also ich denke, wir müssen das noch ein bisschen aussitzen hier. Hier draußen ist auch mächtig was los. Ich hoffe, da kommt jemand zum Gegenarbeiten. Ja, macht ruhig erstmal die Mauer ganz. Das ist auch gut. Tor muss ja keiner reparieren, oder? Ja, aber es hält gut aus. Das kann gut kassieren. Da wird schon gleich jemand kommen, denke ich mal. Ja, da ist auch jemand. Perfekt. Also, wir müssen das nur irgendwie über die Zeit bringen hier. Das Problem ist, dass mir hier auch die Arbeiter jetzt irgendwie flöten gehen. Die werden nämlich alle wütend. Aber ich glaube, ich sollte sie hier einfach mal in der Liste lassen. Denn wenn die sich wieder beruhigt haben, dann nehmen die ja auch ihre Stelle wieder ein. Hoffe ich zumindest. Hier ist mal gar nichts los. Passt auf, wir reduzieren hier mal um einen. Und erhöhen hier nicht, denn der ist jetzt schon wieder weg. Was ist denn hier? Wir nehmen jetzt hier die Menschen mal raus. Die gibt es nicht mehr. In der Hoffnung, dass wir hier das irgendwie noch ein bisschen besser besetzen können. Jawohl, also Nacht haben wir überstanden. Jetzt kommt erstmal ein bisschen Ruhe rein. Wir machen hier wieder auf, falls jemand abtaut und abhauen will. So. Ist irgendwie ein bisschen schwierig, hier Ruhe reinzukriegen. Aber ich hoffe, wir schaffen das demnächst. Ich sag ganz vorsichtig, demnächst. Eisbeutelpresse, Stufe 2, okay. Er geht nicht mehr. Können wir vielleicht hier was machen, wenn die schon irgendwie hier sind und sich beruhigen, dass das auch effektiver geht. Hier haben wir schon alles bei der Wissenschaft. Gut, die Behandlungskammer, bei der Produktion haben wir auch fast alles, bei den Bedürfnissen haben wir alles, hier haben wir alles beim Bauen. Ah. Bei der Nahrung, da können wir noch mal ein bisschen was machen. So, Esstisch, Fleischkultivator. Jetzt war es das auch schon, hier unten ist noch die Superfood-Produktion. Baumschule brauchen wir jetzt noch nicht in diesem Moment. Elektrizität, ja gut. Nicht so wichtig im Moment. Also hier, Beruhigungsstationen, die können wir upgraden. Dann machen wir das auch. Dann ist das schon mal effektiver und wir verhindern vielleicht, dass die so hart in den Rage-Modus gehen. Okay, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir Personalprobleme überall. Hier sind aber einige Leute da, die transportieren können. Also müssten sie doch eigentlich nur mal das Zeug. Ah, hier geht's weiter. Wo auch immer die sind, das weiß ich gar nicht. Den hier macht gar nichts. Warum? Die werden woanders gebraucht, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir verteilen das mal um, würde ich sagen. Haben wir zwei Stufe 1 übrig. Die könnten hier in den Reparaturtrupp gehen. Da ist ja auch ein bisschen ausgedünnt worden. So. Gut. Ist nicht mehr viel zu tun jetzt. Außer warten, ne? Was haben wir denn hier? Ich glaube, ich sollte so Leute, die hier abgehauen sind, nicht rausnehmen. Sondern ich glaube, das ist ja ganz allgemeingültiger Slot, dass irgendwann, wenn ein Zweier frei ist, wieder ein Zweier kommt und weitermacht.
denke, das habe ich vielleicht bisher nicht so richtig gehandhabt. Hier zum Beispiel Mensch oder Level 2 oder Level 3 Jumbi. Sind ja allgemeine Platzhalter, ne? Hätte das also am besten auch hier lassen sollen. Dann machen wir das mal so. Machen wir das hier einfach zu einem Wunschkonzert, oder? Machen wir hier, wenn wir haben, drei Menschen rein. Und was soll's, wir machen das jetzt einfach mal. Und sobald wir die Leute haben, sollten die auch hoffentlich kommen. So. Dann nehmen wir mal hier erstmal Menschen raus, zumindest jeweils einen. Und verteilen das Ganze mal um. Jawohl. So, hier das passt. Das können wir so lassen einfach. Hier kommt noch ein Mensch dazu. Hier kommt ein Mensch und ein Jumbi. So, hier, guck mal, die tauen jetzt ab. Die hauen dann auch ab. Das ist gut. Wir kriegen Ruhe rein. So, da machen wir keine Menschen hin. Dann machen wir zwei Stufe 2 Jumbis. Und hier nehmen wir einen mal raus. Und hier knallen wir das alles voll. Und machen das Ganze mal zu so einer Art Wunschkonzert, ne? Okay. So, hier. Die stehen rum, haben nichts zu tun. Dann können sie doch einfach mal so ein bisschen arbeiten hier. Wir machen mal ein paar Zaunelemente noch ein bisschen sicherer. Genau. Den machen wir mal neu. Machen wir auch ein bisschen Ästhetik hier, ne? Okay. Drei Wächter, was ist jetzt los? Ja, wird schon. Alles gut. Alles nicht schlimm. So, Eisbeutel haben wir jetzt hier mehr als genug. Gefahr beendet, jawohl. So, dann gucken wir mal, wer jetzt noch hier alles da ist. Ja, mehr als genug. Und ich hoffe, dass wir das dann jetzt irgendwie hier gebacken bekommen. Jetzt fehlt Erz. So. Ist natürlich klar. Hier wird nichts mehr zu holen. Dann setzen wir das Ding irgendwo noch hier in die Ecke. Wenn Erz fehlt, wird das blöd. Das ganz blöd hier. Hier ist viel Erz. Okay. Jetzt probieren wir mal aus, ob das funktioniert, wenn wir das Ding einfach hier hinsetzen. Und machen auch noch ein Ressourcenlager 3 draus. Holen den Transportschuppen. Da arbeitet kein Mensch. Nein, nein, nein. Den holen wir jetzt einfach hier rüber. So. Da kommt der Hubschrauber. Jetzt gucken wir mal,
ob hier, wenn die alle losströmen an ihre Arbeitsplätze, wo sie angefordert sind, noch irgendjemand übrig bleibt. Ja. 4 Stück haben wir noch. Was machen wir mit denen? Setzen wir die noch einfach mal... Oh, 6 haben wir noch. Hier in der Küche ein. Solange wir hier... Ach, guck mal, da ist noch ein Yumi dann übrig. Auch kein Problem. Ja, aber nicht 2 Menschen pro Kochtopf. Nee, das machen wir nicht, ne? Machen wir das einmal so. Hier gucken wir nochmal. Da nehmen wir noch einen Yumi dazu. An den Forschungstischen haben wir doppelte Besetzung. Das passt schon mal. Hier ist jetzt auch alles super. Dann gucken wir nochmal hier. Ja, setzen wir hier nochmal einfach Menschen ein, solange wir sie haben. Okay. Wir kriegen es gebacken. Jetzt müssen wir die Mauer noch reparieren, genau. So. Ach, das können wir natürlich auch cleverer machen, ne? Habe ich ja auch noch nie probiert. Jetzt müssen wir mal irgendwie markiere Objekte eines Typs. Wie markiere ich die denn? So nicht. Einfach mal einen schönen Markierrahmen, den hätte ich jetzt gerne. Aha. Abwerten. Aufwerten. Verstehe ich nicht ganz. Aber dann machen wir das doch. So. Und hier vorne mit der Mauer machen wir das auch. Zumindest mal. Ich muss hier tatsächlich auf Abwerten klicken, oder wie? Dann kann ich fürs Upgrade den Rahmen ziehen. Gut, dann machen wir das einfach so. Nee. Jetzt machen sie ein Downgrade. Ist ja mega witzig, passt auf. Dann, aber warum geht das denn nicht mit dem Aufwerten? Hallo, hört doch mal auf, ihr Trottel. Upgrade, ja. Die Funktion verstehe ich jetzt nicht ganz. Nee, die ziehen das weiter durch. Das ist ja mega. Und jetzt kommt die Nacht. Na super. Ja. Boah. Machen wir zu. Soll ja keiner reinkommen. Also, kann mir mal einer verraten, warum das jetzt nicht funktioniert mit dem Aufwerten. Abwerten geht. Aber aufwerten geht nicht. Können wir das so vielleicht? Nun ja, so würde es gehen. Nö. Geht auch nicht. Was ein Ärger. Kann es ja wohl nicht sein, dass ich das jetzt so machen muss. Also bitte erklärt mir das mal, wer das hier selbst spielt, wie ihr das macht, ob diese Funktion bei euch hinhaut.
sehe da jetzt keinen großen Sinn drin, dass das jetzt nur im Downgrade geht. Das scheint ja wohl irgendwie noch nicht so richtig fertig durchdacht. Aber dann machen wir das halt so. Hab schon gedacht, wenn ich auf Abwerten klicke und werde nach Downgraden gefragt, nach Upgraden gefragt, dass das irgendwo einen Haken hat. So, jetzt werden sie wieder wütend da drin. Eieieiei. Das ist jetzt Fleißarbeit, aber die machen wir jetzt kurz. Zumindest mal für die wichtigsten Zaunelemente hier vorne. Also damit muss ich mich wohl nochmal auseinandersetzen. Na, den hier noch. Okay, hier wird gegenrepariert hoffentlich. Das sieht ganz gut aus. Hier drin haben wir tatsächlich sowas ähnliches wie Ruhe, würde ich sagen. Gut, die sind noch ein bisschen wütend. Ich würde sagen, wir können jetzt tatsächlich mal von hier wieder jemanden nach vorne ziehen. So, und dann können wir auch ein bisschen an dieser Front weitermachen dann. Ach, guck mal, das geht ja echt ganz gut. Ist nicht gedacht. Das Ding macht ordentlich Bums. Hab's unterschätzt. Das kann's ja fast von alleine hier. Ne, der macht mit, ne? Ne, macht er nicht. Auch gut. Bin zufrieden. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, also wir haben es einigermaßen unter Kontrolle hier. Waffenschrank 3 hat zu wenig Eisbeutel. Hier wird aber gearbeitet, was das Zeug hält. Was fehlt hier? Lagerkapazität erreicht. Könnte mal jemand abholen? Wäre das möglich? Haben wir noch einen Transportschuppen hier zu wenig? Ich glaube, der hier macht doch hier nicht mehr den allergrößten Sinn. Den ziehen wir doch einfach mal hier rüber. So. Hier passiert noch nichts. Erz ist noch immer ein Problem. Okay, nicht genug Arbeiter, aber das kommt jetzt so ein bisschen in Schwung. Fehlt Gemüse. Haben wir schon alles upgrade-mäßig erfasst. Jetzt machen wir noch hier den Fleischkultivator auf die nächste Stufe. Und was haben wir hier? Hier haben wir Superfood-Produktion. Die nehmen wir auch. Dann haben wir schon bald alles. Die Baumschule können wir auch mal lernen. So. Wunderbar. Jetzt hauen ein paar ab, das ist aber auch okay. Und wir haben hier draußen nochmal einige, die gerne bei uns arbeiten wollen. Jawohl. So, hier wird schön weiter behandelt. Hier fehlt jetzt tatsächlich Erz. Wo kriegen wir jetzt Erz her? Wie machen wir das? Hier sind einfach keine Leute. Warum muss eine Verbindung durch Transportschuppen bis zum Hauptlager bestehen? Ist das vielleicht ein bisschen der Punkt? Passt mal auf, wir probieren es aus. Wir machen hier mal eine Verbindung. Vielleicht geht es dann los. Das würde ich jetzt gerne wissen. Klären wir das doch mal. Hier können wir noch mal
Pause machen. So, und hier brauchen wir eigentlich auch jetzt nicht alles laufen lassen, wenn eh kein Arzt da ist. Hier gibt es noch nicht mal Personal. So, aber grundsätzlich läuft der Laden wieder einigermaßen. Wir müssen jetzt nur sehen, jetzt kommen auch tatsächlich mal Eisbeutel hier in den Überschuss. Das ist gut. Also, das mit dem Arzt, das müssen wir jetzt noch irgendwie sicherstellen. Jetzt gucken wir mal, hier gibt es ein bisschen was. Das ist natürlich nicht viel. Die Eisbeutel nehmen wir auch mit, den Dünger auch. Die Beeren, ja, und das Essen. So, was soll's, ne? Eli raus, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie es mit Leuten aussieht. Eine Person, ein Mensch ist noch da. Den kriegen wir auch noch unter. So, und hier Transportschuppen wird auch nochmal besetzt. Volle Lotte. So, das Ding muss nicht laufen, das passt. Dünger haben wir eigentlich auch genug. Glimmerbeeren sind aus. Also hier, da wollten wir jetzt ran. Das machen wir mal in die nächste Stufe. Gemüse, Gemüse, Glimmerbeeren, Glimmerbeeren, so haben wir es angeordnet, okay. So, und dann habe ich doch gerade noch was vernommen hier. Da können wir auch noch was machen, ne? Generator, okay, ist jetzt nicht so dolle. 700 Elektrizität zu 350. Ist natürlich schon mal super. Und hier Windgenerator, 50 im Vergleich zu 25. So. Da fehlt die Forschung. Dann können wir das auch alles hier mal ein bisschen besser aufbauen. Nun, jetzt kommt wieder Eisenerz. Aber eigentlich gibt es hier kein Personal, wenn man ganz ehrlich ist, ne? Naja, guck mal, doch, sie laufen jetzt. Da wird gearbeitet. So, das machen wir auch mal ein bisschen effektiver. Das Ding passt. Dann machen wir das doch alles voll hier. Jawohl. So, hier haben wir es mittlerweile voll besetzt. Das ist schön. Es fehlt hier noch ein bisschen Holz. Und dann sollten wir vielleicht doch mal die Baumschule bauen demnächst. Hier wird wieder gearbeitet. Das ist auch wunderbar. Also, es kommt wieder die Ruhe rein, die wir kennen. Ich habe es geschafft, das Chaos wieder ein bisschen zu sortieren. Jetzt müssen wir nur mal aufpassen, dass das Futter auch reicht. Denn wir haben jetzt wirklich viele Leute hier arbeiten. So, den holen wir auch noch. Die Beeren sind knapp. Und Gemüse ist auch auf Null. Nehmen wir das noch mit. So. Jawohl. Bin mal gespannt, ob die hier auch noch abgeholt werden. Der könnte eigentlich auch am Tag arbeiten. Es wäre schön, aber er tut es nicht. Tut es wahrscheinlich erst, wenn hier was antaut. So, da ist jetzt auch jemand. Gut, durchatmen, durchatmen. Also, das Ding hat mir gezeigt, dass wir nicht unbedingt hier noch 3 automatische Schneeballwerfer brauchen. Insofern verabschieden wir uns, oder? Mal von einem. Jawohl. So, genug Elektronik, genug Chemikalien. Da müssen wir nichts nochmal anschmeißen. Jetzt gehen wir nochmal zur Forschung rüber. Checken mal, was noch geht.
Hier war doch noch irgendwas offen, oder? Hier, guck mal, was haben wir denn da? Das sind Belohnungen zum Freischalten. Ja, keine Ahnung, wie das geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was können wir denn hier? 5000 Forschung, eieiei. So, und das kann ich irgendwie nicht lernen. Warum, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich alles. Vielleicht hätte ich das in der Stufe machen müssen, als sie noch aktiv war. Das war eine komische Logik. Behandlungskammer geht noch nicht. Und hier, dann nehmen wir den Generator und den Windgenerator. Immer noch nicht. Gut, jetzt habe ich natürlich meine Forschung verprasst. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Leute, es wird. Es wird wieder, oder? Ja, lassen wir das mal so stehen. So schaut das jetzt von oben aus. Das hier mit dem Aufwerten, das muss ich noch kapieren. Schauen wir uns das nochmal an. Ein letztes Mal, vielleicht bin ich ja wirklich zu blöd dafür. Aufwerten. Das geht, wenn ich hier drauf klicke, geht's. Will ich aber nicht nochmal mit aufwerten. Geht's scheinbar nicht. Na gut. Dann machen wir das anders. Dann machen wir das hier noch einmal richtig. Das machen wir jetzt noch fertig. Das habe ich jetzt irgendwie verschwitzt bei der ganzen Geschichte. Bewegen Sie sich wieder im Zentrallager. Und den hier noch. Gut, ich hoffe, hiervon werden noch ein paar geholt. Wenn nicht, dann nicht. Aber hier ist jetzt das große Auftauen angesagt. Wo gehst du hin? Holst du den da? Nee, du holst niemanden. Naja. Okay. Also, die nächste Nacht wird meine. Wir holen neues Personal hier rein. Dafür sind die schon gut, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Schnell wieder Ruhe. So, die sind abgehauen. Ist mir jetzt auch egal. Hauptsache, wir haben keine Probleme. Und jetzt könnten wir mal gucken. Nee, machen wir beim nächsten Mal. Wo wir jetzt noch überall Personal brauchen, was wir hier noch brauchen an Stufe 2 Jumbis, das werden wir vielleicht in der Aufgabenübersicht noch irgendwie erkennen. Es wäre schön, wenn dem so wäre. Ihr Ressourcenlager, das können wir noch voll machen, das habe ich übersehen. So, hier Transportschuppen, den machen wir auch nochmal voll. Chemikalien-Extraktor, ja, machen wir auch. Und hier machen wir auch nochmal Ressourcenlager voll. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir das irgendwie alles mal mit Personal besetzt bekommen. Und was wir da so an Überhang noch generieren. Das werden wir sehen. In der nächsten Nacht machen wir wieder eine dicke Party hier vorne. Laden wir sie wieder alle ein. Und dann gucken wir mal, was wir hier so an neuen Mitarbeiter rekrutieren können. Ich mache an der Stelle Pause, sage vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Geduld mit mir und bis zum nächsten Mal, euer Matze.